Das ist Originalgras vom Holzmadener Sportplatz. Wirklich herrlich, herrlicher Duft. Ja, das Gras kommt weg, denn bald geht's los. Textbotenportal 2023 in Holzmaden steht an. Dennis Preisner ist Orga-Chef. Dennis, Frage, was ist denn dieses Jahr das Besondere? Was ist für euch jetzt auch die Herausforderung? Gut, wir haben natürlich das klassische Programm vom Techboden-Pokal. Man kennt die Players leider am Donnerstag zum Beispiel als Highlight. Besonders bei uns dieses Jahr ist das begleitende AH-Turnier, das dann auch am Finalsonntag das Einlagespiel macht. Legendenturnier, genau. Ich genannt. Genau. Das Legendenturnier und ja. Ab wann wird man denn zur Legende in Holzmaden? Ja gut, wir haben einige Ehrenmitglieder, Ehrenspielführer im Fußball. Okay. Ja, die lange Zugehörigkeit, das Familiäre in Holzmaden macht's aus, glaube ich. Da ist die Leistung eher im Hintergrund. Vielleicht auch, wir werden ja hier auch auf YouTube ausgestrahlt, das bleibt auch im Netz. Ja. Was muss man denn als Vorbereitung so tun? Wir sehen hier gerade hinten, da fährt gerade Rasenmäher, das ist sicherlich eine der letzten Aufgaben. Ja, genau. Erzähl mal ein bisschen, was habt ihr jetzt im Vorfeld alles klären und organisieren müssen? Ja gut, also Planung ist natürlich ein Riesenbatzen. Wir sind schon seit über einem Jahr dabei. Es wurde ja auch zweimal verschoben, die Planung auf Eis gelegt. Corona-bedingt. Ja, genau. Ja, das ist live. Wir sind noch im Aufbau. Genau, es fängt an mit den kleinsten Planungen. Man muss das Zelt organisieren, man muss Genehmigungen einholen. Dieses Jahr auch ein bisschen schwieriger mit dem Landratsamt, das uns da noch auf die Füße tritt, dass auch alles sicher ist, wenn ein Unwetter kommt oder sowas. Die ganzen Pläne, muss man alles bedenken. Kostet einen Nerven, aber jetzt haben wir es bald geschafft und wir freuen uns, dass es endlich losgehen kann. Das war ein schönes Schlusswort von Dennis Preisner, Orga-Chef beim Techboden-Pokal 2023 in Holzmaden.